Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gothic 1. In der letzten Folge haben wir angefangen, Leute im alten Lager zu töten. Scar haben wir ausgeplündert, gut. Wir plündern nicht alle Leichen aus, nur die wichtigsten. Vorher trinken wir schnell ein paar Heiltränke. Ist zu faul zum Heilen. Heiltränke saufen geht doch ein bisschen schneller. Wir haben offiziell unser magisches Superschwert. Wir rausgehen und direkt weiter kämpfen. Ah, zu viele Bolzen. Ah, zu viele Bolzen. Okay, da liegen die toten Feuermagier, die von Gomez getötet wurden. Okay, dann komm. Zeit? Ja, jetzt habe ich Zeit. Wir nehmen jetzt alles mit, was die dabei haben. Was ein ziemlicher Haufen ist, weil der war der magische, oder der. Das war der Alchemist des neuen alten Lagers. Von den Feuermagiern, deswegen nehmen wir einfach mal. Hat der einen Haufen Tränke dabei, die nehmen wir einfach mit. Tut mir echt leid um die Feuermagier, aber die sind tot. Wir können sie nicht wiederbeleben. Und deswegen. Wir können sie nur ausnehmen. Und das tun wir auch. Der hat einen Haufen Stuff. Ein Riesenhaufen Stuff. Wir werden danach alle Runen haben. Was haben wir da für Runen? Licht, Heilung, Feuersturm, Feuersturm, Feuerpfeil, Feuerpfeil, Feuerball, Feuerball. Okay. Das dauert jetzt ein bisschen. Entschuldigt die Langatmigkeit, aber na gut. Muss sein. Was hat Rodriguez dabei? Ein paar Münzen. Okay, nicht schlecht. Vorsicht! Entschuldigung, mein Heuschnupfen. Und der ärgert mich wieder. Oh. Und da liegt Drago, noch ein Feuermagier. Und da liegt Choristo, der oberste Feuermagier. Und wir drücken auf Heilung. Und heilen uns. So. Wir gehen mal schnell auf Waffen. Wir haben jetzt so einen Haufen Waffen. Ja, einen Riesenhaufen Waffen. Wir haben jetzt eine neue Armbrust, die Kriegsarmbrust von Scar. Der hat sie uns vermacht in der letzten Folge. Und mit ihr. Schwert. Arthur. Nun, die Kisten werden wir alle ausräumen, keine Sorge. Vorher quatschen wir kurz mal mit Gomez. Gomez, du Scheiß. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Wenn du Streit suchst. Tausend Erfahrungen, nur weil wir Gomez getötet haben. Inos Zorn. Eine der mächtigsten Waffen in dem Spiel. Zusammen mit Uriziel. Und dass Uriziel ein bisschen mehr drauf hat. Wir nehmen natürlich Gomez alles ab, was er dabei hat. Ich würde gerne seine Rüstung haben. Aber naja, gut. Die kriegen wir nicht einfach so. Deswegen. Balan, du Koch. Geh schon, du darfst mich nicht mehr. Können wir nicht mal töten, das ist lustig. Wir können nicht mit ihr reden, wir können sie nicht töten. Sie ist unsterblich. Sie ist eine Hexe. Obwohl, die ganzen Waffen und
In den Kisten liegen auch nur Waffen rum, die brauchen wir alle nicht. Was wir jetzt brauchen, ist das Kellergewölbe. Und indes wenden wir jetzt unsere Schritte. Dann guckt man gerade. Ja, keine Panik. Hast gewonnen. Du hast bei mir verschissen, Bullet. Gardisten hat's bei mir verkackt. Sind wir hier im Gefängnis von Gomez? Öffne mal die Tür hier. Was willst du? Du siehst nicht aus wie einer von Gomez Schergen. Stimmt. Ich gehöre nicht zu Gomez. Wie bist du dann hier reingekommen? Gomez hatte den Schlüssel zum Kerker. Er hat ihn mir überlassen. Du willst doch nicht andeuten, dass du Gomez aus dem Weg geräumt hast. Doch, will ich. Junge, das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Es freut mich aber, dass dieser dreckige Halsabschneider endlich das bekommen hat, was er verdient. Aber warum hast du mich befreit? Ich habe gehört, dass du im Kerker bist und habe die Gelegenheit genutzt, um Gomez ruhig zu stellen und dich zu befreien. Hab Dank. Ich stehe in deiner Schuld. Triff mich in der Schmiede. Dort reden wir weiter. Ende. Wir sehen uns. Tun wir. Komm, geh zur Seite. Nein, ich gehe jetzt raus hier. Beziehungsweise ich folge mal dem Pfad hier. Ah, genau. Ich weiß, wo wir hier sind. Das dauert ein bisschen, braucht, bis er bei der Schmiede ist. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo. Hier hoch. Noch den ein oder anderen Gardisten finden, den wir zusammenschlagen können. Ich glaube, im Haupthaus müssten sich eigentlich ein paar davon befinden. Zumindest einer mal. Keiner mehr. Finde ich toll. Dann wir die Zimmertür. Ah, was haben wir denn da? Eine Frau, die badet. Okay. Die badet. Schön. Dann dürfte jetzt inzwischen eine Schmiede sein. Wenn man auch da unten rumkommelt. Also doch. Down, Alter. Wir sehen. Komm, geh zur Seite. Da bist du ja. Da du mich aus diesem Rattenloch befreit hast, hast du was gut bei mir, Mann. Ich habe mir überlegt, da es nicht viel gibt, was ich dir geben kann, werde ich dir etwas schmieden. Könnte ein Ring sein oder etwas Vergleichbares. So, wir könnten uns einen Ring der Lebenskraft, einen Schutzring, einen Mana-Ring oder einfach die Erzrüstung verstärken. Kannst du mir diese Erzrüstung verstärken? Natürlich kann ich sie verstärken. Gib sie mir und warte kurz. Hier ist die verstärkte Rüstung. Damit habe ich meine Schuld beglichen. Warum hat man dich in den Kerker geworfen? Gomez. Der Bastard hat mir unterstellt, dass ich gemeinsame Sache mit den Feuermagiern machen würde. Nur weil ich der beste Schmied im alten Lager bin, konnte ich meinen Kopf retten. Er hat mich in dieses Rattenloch werfen lassen und immer nur dann rausgelassen, wenn er meine Fähigkeiten gebraucht hat. Wir sehen uns. Ja, Gomez ist ein Arsch, deswegen haben wir ihn getötet. Was haben wir denn da? Prost.
Zweihänder, Kurzschwert, ja gut, ein Scheiß brauchen wir nicht. Wir haben alles, was wir brauchen. Was wir jetzt noch brauchen, ist die verbesserte Erzrüstung anlegen. Die ist jetzt verbessert. Man sieht, rein äußerlich sieht sie nicht aus, aber sie hat ein bisschen mehr Stats gekriegt, was ich cool finde. Ich würde sagen, wir machen kurz mal hier eine Heilung. Leute zu töten, die was bei sich haben, was wir brauchen. Zack, zack. Au, au. Ich habe mehr drauf als du, lass es lieber. Der hat dabei Toros Schwert. Schon ein schönes Schwert, aber gut. Sein Arzt nehme ich mal mit. Weil ich es mag, nehme ich es mit. Einfach erschossen. Da ist noch ein Gardist. Butler, Butler, Graham. Dich habe ich gesucht. Eine Karte der Kolonie. Übersicht altes Lager. Ein Scheißdreck. Wir öffnen seine Truhe und nehmen raus, was er drin hat. Die Skizze, das möchte ich kurz anmerken, das ist ein kleines Easter Egg. Hier, ich öffne sie einfach mal. Lachen könnt ihr später, jetzt habt ihr es gesehen. Ein kleines Easter Egg, ich finde es ganz lustig. Nicht ganz, was eigentlich in so ein Spiel gehört, aber gut. Sly. Er rennt zu schnell. Den Butler habe ich erwischt. Du hast ihn umgebracht. Ja, ich habe ihn umgebracht. Ich bin halt ein Killer. Lauf halt weg. Whistler! Okay, renn halt auch weg. Fisk. Fisk müssen wir töten. Das ist wichtig. Und Dexter. Der Butler, das ist ein Kollateralschaden. Das war nicht nötig, ihn zu töten, aber er war da. Tja. Dumm gelaufen für den Arm. Nun nimm einfach mal mit, was er dabei hat. Und da das nicht gerade wenig ist, nimm das einfach alles mit. Lalalala, es dauert ein bisschen, aber gut. Ich würde sagen, nachdem wir Dexter leer geräumt haben, können wir auch wieder gehen. Dann ist nichts mehr für uns zu holen in diesem Lager. Dexter, der hat mein ganzes Zeug und hat einen Haufen Zeug zu rauchen, deswegen nehmen wir das alles mit. Zack, so. So, Pyrokinese, mal gucken, was wir damit anstellen können. Er hat es noch nicht gerafft, dass ich neben ihm stehe. Ich glaube kaum, dass ich das bin. Pyrokinese. Was? Läuft! Das läuft! Hey Mordrek, du lebst ja noch. Hallo, willst du dich nochmal mit mir anlegen?
So, wer schießt auf mich? Der da oben hat es getan. Nicht schlecht. Ja, jetzt können wir daran drehen und machen, was wir wollen. Oh, Bloodwind. Whistler. Hallo, Butler. So, wir suchen mal einen Ausgang aus dem Scheißlager. Das ist der Witz, es gibt keinen Scheißausgang aus dem Scheißlager. Wir gucken einfach, dass wir mal hier raus teleportiert werden. Beziehungsweise hier raus teleporten. Aus Prinzip. Okay, weg damit. Ruf zu Xardas. Und dort können wir dann auch die letzte Folge hier, beenden. Und hier im Pentagramm. Ich beende sie jetzt hier vor dieser krassen Leiter, die ich nicht mag. Und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Gothic 1. Auf Wiedersehen.